in Österreich zum 10. Rennen in der Formel-1-Weltmeisterschaft 2000. Der A1-Ring liegt in der Nähe von Knittelfeld am Fuße der Steirischen Berge. Die Strecke besteht aus drei langen Geraden und einer Abfolge aus schnellen und langsamen Kurven. Der in der Nähe des alten Österreich-Rings erbaute A1-Ring ist ein weiteres Musterbeispiel für modernes Streckendesign. Ja, würde ich auch sagen. Und damit herzlich willkommen zurück hier zu F1 2000 zum großen Preis von Österreich. Das ist die Strecke. Es ist eine Highspeed-Strecke, wie man sie anders nicht kennt. Sie hat sich, glaube ich, gar nicht verändert im Vergleich zu den modernen Formel 1-Rennen. Von daher brauche ich da nicht viel erklären. Und wir gehen rein in das Rennen. Schauen uns erstmal die Stände der WM an natürlich. Schnellste Rennrunde bislang. 1:11.783 von David Coulthard. Und wir gucken uns die WM-Situation an. Verstappen fährt in der Fahrer-WM dem Feld auf und davon. Michael Schumacher ist Zweiter. Häkkinen ist Dritter. Ganz genau, so sieht es also aus. Wir sind mit 15 Punkten Vorsprung auf Michael Schumacher gut dabei. Dann Mika Häkkinen mit 22 Zählern und Zonta mit 20. Coulthard, Ralf Schumacher, Heidfeld und Barrichello genauso wie Jacques Villeneuve schon ein bisschen weiter zurück. Aber noch ist nichts entschieden und in der KWM... Arrows führt in der Konstrukteurs-WM. Ferrari ist Zweiter. McLaren ist Dritter. So schaut's aus. Und dann hoffe ich, das Laden funktioniert jetzt. So, da sind wir doch. Also Training überspringen wir, wie gehabt. Und dann gehen wir rein in die Qualifikation zum großen Preis von Österreich. Drei Runden, klingt gut. Und dann gehen wir rein. Let's go! Also 12 Runden haben wir maximal Zeit, hier die schnellste Rennrunde an den Start zu legen. Und also die schnellste Qualifikationsrunde logischerweise. Und wir erinnern uns, in der letzten Saison waren wir hier ziemlich gut unterwegs. Sind hier, glaube ich, Erster geworden. Ne? Das war eine der Rennsiege, die wir geholt haben. In der letzten Austragung, also der ersten Season quasi, die wir hier hatten. In der ersten Staffel. Schauen wir mal, wie es heute laufen wird. Achso, und wir machen natürlich wieder die Kamera im Qualifying an, wie immer. Und ihr seht, die Strecke dürfte jedem Formel 1-Fan bekannt vorkommen. Sie sieht natürlich ein bisschen anders aus wie heutzutage. Aber rein von der Streckenführung her ist es genau die gleiche Strecke, wie sie auch 2023 bei der Formel 1 gefahren wird. Da hat sich nichts geändert. Verstehe ich aber auch, weil die Strecke einfach ein Klassiker ist und auch einfach cool ist. Ne? Also ist keine technisch extrem anspruchsvolle Strecke, aber sie versorgt einen eigentlich immer mit guten Rennen. Also zumindest mal in den Videospielen war Österreich immer das, wo es am meisten abging, weil halt einfach viele DRS-Zonen, mehrere harte Anbremspunkte in den Kurven und dementsprechend gab es da immer ganz gut was zu sehen. So, sehr schlecht, da ich jetzt hier rausgeflogen bin natürlich. Denn das würde uns jetzt direkt mal Zeit kosten für die schnelle Runde. Irgendeiner hängt uns auf den Fersen. Da ist er, das ist Mika Häkkinen. Okay, der hat zurückgesteckt, das finde ich sehr nett von ihm. Hab die Kopfhörer falsch rum auf, merke ich gerade. Ich habe das Motorengeräusch von dem Jaguar links gehört, obwohl er rechts von uns war. So schön, dass es hier damals noch keine Track Limits gab. Damals gab es halt, ja, entweder du fährst halt oder du fährst nicht. Also dadurch, dass damals halt so viele Wiesen und Kiesbetten gab, gab es halt einfach nicht das Problem mit den Track Limits. Also du durftest halt einfach die Track Limits interpretieren, wie du wolltest. So, wir sind aktuell Erster, aber das hat natürlich nicht viel zu heißen. Probieren wir es mal mit ein bisschen mehr Schwung. Eine Runde fahren wir noch. Du hast den ersten Sektor geschafft.
Ich kriege hier noch ein bisschen Windschatten von Eddie Irvine. Finde ich sehr nett. Vom Jaguar-Profi. Also er kennt sich nicht gut mit Raubkatzen aus, sondern ist halt was? Das dürfte eine gute Zeit geben, glaube ich. 1:16:2:2:5 steht hier. Gerade eben stand da noch 2:2:4. Also, wir sind aktuell schnellster vor Mika Häkkinen und Barrichello. Und wir haben einen sehr guten Vorsprung vor Häkkinen. Fast eine komplette Sekunde. Schumacher jetzt auf dem zweiten Rang. Also, Genet gut, Coulthard gut. Beide Minardis bislang mit stabilen Zeiten weit vorn dabei. Heinz-Harald Frentzen jetzt auf Rang 5. Okay, okay. Wo ist Zonta? Zonta bislang 17. Also relativ weit hinten. Auch unser Teamkollege wieder relativ weit weg von den vorderen Plätzen. Ja, schauen wir mal, was jetzt hier noch passiert. Wir lassen das Ganze wieder laufen. Marc Genet versucht sich nochmal zu verbessern. Heinz-Harald Frentzen aktuell mit einem starken fünften Platz bisher. Eddie Irvine auf 7. Passiert da noch was? Also eigentlich ja schon, ne? Es sind ja noch viele Runden übrig. De La Rosa, Villeneuve und Wurz, genauso wie Gaston Mazzacane und Marc Genet, haben schon viele Runden absolviert. Also De La Rosa versucht es noch und nöcher, aber er schafft es einfach nicht, hier eine schnelle Runde hinzukriegen. Marc Genet jetzt auf Rang 6. Johnny Herbert auf 7. Und Pedro de la Rosa ist durch mit seinem Qualifying und wird bestenfalls 20. Außer Zonta und Heidfeld kommen noch an ihm vorbei. Wer ist noch durch? Marc Genet ist durch. Der allerdings deutlich weiter vorne. 1:17:8:7. Ich glaube fast, unsere Zeit schafft keiner mehr, weil dafür haben wir einfach einen zu großen Vorsprung. Jacques Villeneuve verbessert sich auf Rang 17. Eine Runde hat er noch. Oder zwei, ich weiß gar nicht. Nee, okay, das war's. Also, Jacques Villeneuve wird bestenfalls 17. Schlimmstenfalls 21. Also, er startet sehr weit hinten. Nicht gut für seine WM-Chancen. Und das Gleiche gilt für Ricardo Zonta. Der konnte sich jetzt nochmal verbessern. Ist jetzt auf Rang 13 aktuell. Aber auch bei ihm nähert sich jetzt langsam die letzte Runde. Auch Johnny Herbert ist durch und Zonta, wo ist er? Da unten, also Platz 15 für Ricardo Zonta. Auch Gaston Mazzacane hat nochmal richtig viele Plätze verloren. Und Rubens Barrichello, jetzt zweitschnellste Zeit vor seinem Teamkollegen von Michael Schumacher. Aber wir haben noch keine weitere 1:16er Zeit. Also bislang stehen wir da vorne sicher drin. Michael Schumacher, der kann nochmal ein paar Runden fahren. Auch Eddie Irvine kann nochmal rauskommen. Ja, und der ein oder andere hat noch die Chance. Nick Heidfeld, vorletzter. Pedro de la Rosa, letzter. Also mal wieder ein schwaches Qualifying von unserem Teamkollegen, muss man sagen. Jetzt schauen wir mal. Und da kommen sie. Irvine und Michael Schumacher. Auch Salo kann sich nochmal verbessern vielleicht. Jetzt ist er auch draußen. Und auch Jano Trulli fährt seine letzte Runde. Der kann sich allerdings nicht mehr steigern. Kann Michael Schumacher nochmal vorbeikommen an seinem Teamkollegen oder gar an uns? Irvine 10. dabei bleibt. Schumacher bleibt auf dem 3. Platz und jetzt noch Mika Salo und der bleibt ebenfalls auf Rang 18. Da war also keine Verbesserung mehr drin. Das heißt, wir werden im Rennen von Platz 1 starten. Wieder mal eine Pole Position für uns, für Jos Verstappen.